jeden Fall hier Dunkelheit haben, damit wir gleich die Folie daran machen können. Und das und die Buchstaben müssen quasi so groß wie die Folie ist, 1,50. Das heißt, da müssen wir gleich sowieso mal gucken, wie wir das hier mit dem Schlafen machen. Ich hol mal den Strahl. Was? Die Länge? Die Höhe. Die Höhe muss jetzt festgemacht werden und das Logo muss quasi die gesamte Höhe der Folie ausmachen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier diese Sachen gleich nachmalen können. Damit wir jetzt machen? Warte mal. Soll ich mal ein bisschen höher machen noch da, ne? Oder? Gelegt. Welche Farben brauchen wir? Eigentlich alle. So, ja. Jetzt wird's wild. So langsam bringt es Spaß. Alle? Ja, die Farben bitte alle rein. Wieder rein oder? Digga? Nee, wir können das hier vorne machen. Wo sind die schwarzen Schwenker? Unten noch, die brauchen wir. Das ist übrigens unser Phrasenkönig. Müssen wir aber auch nochmal durchgucken. Ja, alles gut. Hier, Fummel, hier vorne. Lass die hier vorne bitte. Die großen Fahnen machen wir in der Decke. Eine Musik müssen wir ausmachen. Das Ding ist, dass wir nicht in Kiel, wenn wir die verteilen, dass auf der einen Seite nur Doppelhalter sind, auf der einen Seite nur die gelb-blau, sondern gemixte Bündel, dass, wenn wir die Bündel ausgeben, dass das dann alles auch gemixt ist im Block, dass wir ein bisschen ein geiles Bild machen. Pass auf. Das ist bevorstehend. Was hat das hier mit deinem Problemfans auf dem T-Shirt zu tun? Ja gut, das rührt so ein bisschen aus der Vergangenheit. Es gab da mal so einen Sportdirektor, der die übereifrigen Fans mal als Problemfans hier betitelt hat. Ja, das haben wir als aktive Fans halt auch aufgegriffen und ja, vielleicht lassen wir uns dann auch gerne als Problemfans betiteln, aber eigentlich heißt Problemfans die Leute, die sich wirklich für was engagieren, die vielleicht nicht immer der gleichen Norm hinterherlaufen, aber die dann schon für den SV Teufelsfeld alles machen, worauf es ankommt. Ja, leg erstmal hin. Sehr gut. Wir können das immer noch machen. Ja, alles gut. Passt. Sag mal, warum kleben jetzt nicht alle? Weil manche keinen Bock haben anscheinend. Das liegt jetzt nicht an fehlenden Klebebändern? Nein, das liegt nicht an fehlenden Klebebändern, das liegt an fehlender Motivation bei manchen. Die stehen lieber daneben und drüben blödes Zeug. Die haben Angst vor mir, sagen wir. Warte mal, Domingo? Meinst du von der Höhe? Eines? Was von der Höhe? Leg doch erstmal alle. Nein! Damit der Abstand. Wir müssen da jetzt erstmal mit einem anfangen und kleben. Wir wollen jetzt erstmal rein von der Höhe. Passt das von der Höhe mit dem. Warte mal, geh mal beiseite. Gummi! Hallo! Passt das? Ja. Komm mal her. Ich muss noch ein Stück runter, Männer. Ein Stück runter. Das siehst du mit deinem Adler-Auto. Ja, Logo. Ich hab mich gesagt. So. Wenn man ein klein bisschen gerade ziehen. Dann fix mir jetzt. Letztes Jahr war echt mal erfolgreich. Davor das Jahr war aber echt schlecht. Ja, also davor das Jahr war richtig also schlecht. Also ein Vorrunden aus wäre echt schon nicht cool. Also das eigentlich muss das. Ja, was soll ich denn noch ziehen hier? Muss ja erstmal einen Hinstreuen. Alter. Also ist hier alles für Todesfälle. Ja. Alles für den Ball. Scheiße. Ich hab ihn nur dafür gespielt. Bei mir ist wieder ein Schein durchgegangen. Ja, okay, ich schiebe immer ein kleiner. Herzlichen Glückwunsch. Harte Arbeit hier. Alles für die Heimat. Macht trotzdem Spaß. Hallo, bist hier mit Freunden zusammen. Freunde? Mit der Choreo zusammen. Das ist irgendwie. Lifestyle. Wer? Jetzt hier. Das bin ich. Ich bin aber noch keine Erzieherin. Oder soll ich Hilfslehrerin sein? Musst du Jana anrufen. Ich wollte gerade fragen, was euer Eindruck ist von der Arbeit hier. Ja, alleine schaffen sie es nicht, ne? Aber sie werden sogar live gekleidet von der DR2.
Exklusiv die Remontage. Ich gehöre nicht dir jetzt. Gerade. Ja, mach das mal bitte. Zeig mir mal, wie du das haben möchtest. Die Gänsefüßchen. Kommen die nicht eigentlich unten hin? Oben. Und unten. Oben und oben. Oben und oben, ne? Warte, geht unten los und schießt doch mal oben nach. Warte mal, wollen wir mal von drüben gucken, müssen wir die dichter ranmachen? Nee, das sieht gut aus. Ist gut. Bist weiter in die Mitte auf jeden Fall, oder nicht? Nee. Ich würde sagen, weiter am See als am N. Ich würde sagen, ein kleines Tick hier noch zum Pier rüber. Nee, das ist gut so. Ihr macht das schon. Gut. Warum musstest du jetzt kommen? Was musstest du jetzt machen? Weil ich die Entscheidung treffen musste. Ah. Ob gerade oder schief. Mann, Alter, bitte, Ernie, jetzt lass mal weitermachen, das ist mir scheißegal. Ist eh fest. Warte, der kann noch bestimmt. Wir versuchen das jetzt bestmöglich zusammenzulegen, damit wir das nachher beim Turnier bestmöglich auch präsentieren können. Und ja, dementsprechend geben die Jungs und Mädels jetzt alles. Haben wir nicht noch diese Bänder? Nee, kann man nicht. Diese Klettbänder, ja. Ah, diese Klettbänder. Ja, wollen wir mal schreiben? Was schreibt man denn hier? Oben. Nein! Schreibt das auf gar keinen Fall. Das schreibt man oben bitte. Dann kriegen wir doch hier irgendwie weg. Kurzen Dienst. Magst du dich noch einmal vorstellen für die Kamera? Dann am besten nur mit Käse. Ich heiße Herbert. Nur Käsebrötchen. Dann gehen wir hier weg, wie sonst war. Wo ist Herbert? Wo sitzen wir hier gerade? Wir sitzen hier am Sportplatz, am Unterstand, an dem neuen Gebäude. Von? SV Todesfelde. SV Todesfelde. Und zu welchem Anlass seid ihr heute zusammengekommen? In Wuppertal. Dieses ist hier die Baugruppe. Die Baugruppe. Die haben eine Adresse im Handy. Da wird geschrieben, dass heute um 9 Uhr zum Beispiel gearbeitet wird. Und dann sind hier diese Leute. Also unser nächstes Highlight steht jetzt auf Programm. Wann ist das? 16. 11. Januar. In Kiel. Die Hallenmasters. Da hat Todesfelde hat da 1000 Karten. Fahrt ihr auch mit? Wir fahren auch. Wir haben in diese 1000 Karten, die sind alle verkauft. Todesfelde hat sonst 750 gehabt. Dieses Jahr haben wir 1000 Karten. Und wenn du jetzt. Wenn das am 11. ist, dann kommst du hier mittags um 11 oder um 12, wann ist Abfahrt? 14 Uhr, da kommst du mit deiner Kamera, kannst du so sehen, was hier in Todesfelde los ist. Letztes Jahr war das erste Mal, oder was? Dass wir da waren? Ja. Nee, wir waren jetzt sechs, ich weiß es gar nicht genau. Dreimal habe ich selber ja mitgespielt, sogar noch. Als ich. Ja, ich habe 14 Jahre ja selber Fußball gespielt bei SV Todesfelde in der ersten. War auch jahrelang da Kapitän und hatte dann eben das Glück, da auch dreimal teilnehmen zu dürfen. Und ja, dadurch weiß ich auch, wie sich das anfühlt und kann auch die Gefühlswelt der Spieler so ein bisschen nachempfinden und drücke denen natürlich die Daumen, dass die heute einfach einen schönen Tag haben oder dass sie auch das nötige Glück haben oder was sie sich eben vornehmen. Wie gesagt, wir waren jetzt 6 oder 7, ich habe keine Ahnung, da und eigentlich sind wir eher nach der Vorrunde dann eben ausgeschieden. Beim ersten Mal, bei der ersten Teilnahme sind wir glaube ich auch auf dem dritten Platz gelandet, da haben wir das auch irgendwie ins Halbfinale geschafft, aber dann war eben eine lange Durststrecke und letztes Jahr war dann eben das, was diese Euphorie und Emotion, die das Ganze dann getragen hat bis ins Halbfinale und leider hat das nicht gereicht, aber mal sehen, was dieses Jahr passiert. Deswegen sage ich, ich bin mal gespannt, wie der Tag so verläuft. Das lebt eben auch davon, wie die Mannschaft nachher das umsetzt, was sie sich vorgenommen hat. Das ist jetzt die Mädchenvariante quasi. Die haben wir extra bestellt, weil es die so in dieser Farbkombination nicht zu kaufen gab. Und dann haben wir die im Ausland bestellt. Und da gibt es noch eine. Ich habe leider nur die. Da sind die Männer.
Und die Männervariante ist halt der Aufhänger in Anführungsstrichen blau-gelbe Jungs und. Also, da möchte ich es wissen. Blau-gelbe Jungs und blau-gelbe Derns, wie man ja so schön hier im Norddeutschland sagt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der noch die Karte vorbeibringt, ob wir die vielleicht weitergeben oder so. Moin Moin Hugo, das ist natürlich scheiße, denkst du aber bitte dran, dass du mir noch die eine Karte bringen musst, beziehungsweise du kannst mir auch deine geben, dann kann ich die für Hakan nehmen, weil das ist ja für seinen Kumpel, der eigentlich auch mit dem Block stehen soll. Dann versuche ich aber die von Galander noch loszuwerden, das kannst du mir ja mal sagen, ob du die auf jeden Fall noch vorbeibringst. Fertig. Fertig? Ich habe jetzt noch 12 Sticker für deine Taschen, die du zu Hause hast. Habt ihr die bezahlt? Jetzt kommen sie. Das ist übrigens unsere Auflaufhymne. Ja, also die, das ist von Dropkick Murphys. Ein Lied und... Ja. Das hören die sich da gerade an. Hast du mal einen schönen Schuh heute ausgesucht? Ja, das ist schick. Habe ich von Molly. Oh. Echt? Hast du den abgeschnitten oben? Ja, mein Lieber. Also hier das ist ja unser bekloppter Torwart, der dafür springt. Der hat sich unser... Ich zieh mich jetzt nicht aus. Nee, ich weiß, aber das ist ja quasi der Deathfield-Kopf, den wir auch so als Logo haben. Das ist so neben unserem offiziellen Logo. Das hat er sich dann mal schön auf Oberschenkel machen lassen. Man sagt ja immer, der Torwart und der Linksaußen haben einen an der Waffe. Das trifft auf ihn auch zu. Auf jeden Fall, ja. Servus. Hey. Genau. Also da werden wir für sorgen, dass irgendjemand wahrscheinlich Ärger dabei hat, die wieder abzupulen. Aber ja, wir wollen halt unsere Farben auch würdig vertreten und die überall verbreiten. Ne? Das nicht hier in der Bude. Nein, ich mach's auf deinen Schuh. Ach so. Nein, den musst du zurückgeben. Ich meine nicht, dass er dann jetzt hier an der Wand klebt. Hier ist übrigens nochmal das diesjährige Trikot. Also auch extra fürs Masters eben angefertigt. Für die Spieler eigentlich. Nur ich hatte das Glück und habe auch noch eins abbekommen. mit Namen. Also. Aber ohne Nummer. Ohne Nummer, ja. Die trage ich nachher selber ein, welche Nummer noch fehlt. Denn vielleicht laufe ich nochmal rauf. Wenn ich das noch kann. Guck mal, ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Das ist echt ein geiles Bild. Also. Dafür steht ich wollte gerade sagen, das hat doch die ganzen Tage geregnet. Ne? Das ist doch ein super Omen jetzt, dass die Sonne hier jetzt so wunderbar ist. Ich freue mich. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Kriegst du mal rein? Guckst du jetzt an oder was? Ja, ich muss jetzt mal gucken, überhaupt, wie ich hier jetzt einen Schlüssel habe. Fummel kommt auch, ne? Wäre schön, ja. Ja, hast du einen Schlüssel für den Besprechungsraum? Geht ja nicht mit diesem Schritt, das geht. Wir können das ja mal probieren. Wie wäre das denn? Und hier. Ja. Ja, dauert ein bisschen. Ja, das muss heute alles mit. Und das sind, ja, ich würde mal tippen, jetzt so um die 350 Fahnen. Die wir nachher haben werden. Ein paar große Fahnen noch, die müssen wir gleich noch ein bisschen zusammenbauen bzw. auseinanderbauen, damit wir die überhaupt nachher mit reinbekommen. Trommeln, Megafon. Ja, das ist so das, was wir heute noch auf dem Zettel haben, bzw. das muss nachher dann in den Bus rein und natürlich da. und vor allen Dingen nachher ja auch dann, das ist die viel größere logistische Geschichte, dann in Kiel. In die Halle rein. Ne? Ja. Hatte ich noch nicht. Na. EB 21, Alter, was geht? Na, wie war's? Hast du schön Frühstück ausgegeben? Okay. Nächstes Mal, sehr mau. Ja, Lerne, viel Spaß heute. Du. Wird ja interessant heute für dich, wa? Hallo sagen. Was ist denn da, Mann? Kriegst du nachher gar nicht mehr, konzentrier dich einfach aufs Spiel, Alter. Ich hau alles raus, alle Floskeln. Das heißt, gut 50 Shirts sind doch jetzt schon rausgegangen, bevor das überhaupt hier richtig losgeht, ne? Ja, im Vorwege sind, glaube ich, auch gestern wurden auch schon mal welche gekauft und seit wann waren wir hier? Dienstag? Ja. Sind auch schon welche weggegangen. Also,
Ja, also wenn man noch eins ergattern will, sollte man sich demnächst mal hier blicken lassen. Ich glaube, da kommen schon die nächsten, aber. Aber jetzt ist er zu, ne? Ja, jetzt ist Gott sei Dank zu. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir uns hier erstmal organisieren und dann geht das sowieso nach oben. Und dann 2XL auch? Nee, ich will das gerne. 2XL? Nein. Oder was brauchst du? XL oder XXL? Du brauchst XL. Das ist, du brauchst XL, dann kriegst du das. Dann 16. Fummel? Bist du Lasso. Okay, alles klar. Dann kannst du mir ja meine auch sehen. 4L, Jungs. Ja, bitte. Einmal in die Kasse. 4 Stück in L. Ja. Und dann gehen wir aber tatsächlich hoch, sonst wird das hier lieber. 1, 2, 3. Die einmal hier mit rein. Ja, du bist ja stark. Achso, Fummel, hast du einen Schlüssel? Für wo? Für hier? Ja. Weil der Schiri-Raum müsste einmal zugemacht werden, wo die Sachen sind. Hast du einen Schlüssel hier, dann schnell gib dir den gleich wieder. Und dann mach hier hinter dir zu und geh dann außen rum. Ist da auf? Ja. Der da. Der? Mit den Nummern da. Gut. Alles klar, bis gleich.